Ja, moin und willkommen zurück zu Rocket League für die Nintendo Switch. Wir spielen heute im DFH-Stadion gegen die Seekers und wir schauen mal, wie wir uns gegen die denn anstellen. Ich meine, wir spielen hier immer noch auf Anfängermodus, also sollte das alles relativ easy sein. Ich kann auch mal so sagen, ich habe Offscreen mal probiert, ich sag mal, gegen Profi zu spielen, also der nächstgelegenen Schwierigkeitsstufe und das ist eine völlig andere Welt. Da könnt ihr es vergessen, so im Vorbeigehen mal ein Tor zu machen. Oder, okay, das war jetzt noch kein Tor, aber ihr wisst, was ich meine. Das könnt ihr knicken. Das wird nicht geschehen. Vom Start an schon so ins Tor zu schießen, dass ihr... Oder so in Richtung Tor zu schießen mit Speedboost und so, dass ihr da ein Tor kassieren werdet. Wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Ich habe das nämlich noch nie geschafft und in diesem Sinne... Schminkt's euch ab. Hier zeigt der Gegner so gut wie gar keine Gegenwehr, wie man... Okay, jetzt hat er Gegenwehr gezeigt. Interessant. Aber, ne. Also ich sag mal so, Anfänger ist eine wirklich eine völlig... Das ist eine völlig anderes Kaliber. So, in Profi hätte der Gegner jetzt hier schon den Ball längst reingemacht. Safe. Gut, keine Gegenwehr ist ein bisschen übertrieben, aber... Ich meine, der Gegner zeigt ja Gegenwehr, aber... Umbei! Das wäre halt im Profi niemals passiert. Deswegen ist dieser, ich sag mal so, Schwierigkeitsboost, der ansteigt, dieser Schwierigkeitsboost, der ist von Anfänger auf Profi. Es ist eine völlig andere Welt. Meine ersten Spiele als, meine ersten Spiele gegen Profi, die fielen so aus, dass ich 1 zu 4 verloren habe im 1 gegen 1. Und die nächsten Spiele, was soll ich Ihnen sagen? Ich konnte mich rankämpfen. Ich habe auch das nächste Spiel dann, ich sag mal, 4-0 gewonnen. Nach 5 Minuten. Also, es ist nicht unmöglich, dazu gewinnen, aber es ist schon merklich schwieriger geworden. Besonders solche Tore hier, die kriegt man nicht mehr. Ach, das geht jetzt schon wieder nicht rein. Ich hasse es, wenn ich immer davon ausgehe, okay, der Ball geht rein, ist drin, aber da ist er nicht drin. Meine Fräsen, hey! Und bei... Oh Gott. Nein! Okay, da habe ich verdammt Mist gebaut. Ich habe es aber auch meistens dann bei Profi so gemacht. Ich habe mich hier hingestellt, darauf gewartet, dass der Ball kommt, um ihn danach zu wegparadrisieren. Um den Ball zu halten, um den Ball dann quasi noch irgendwie... Oh Gott. Nein! Wo ist er? Autsch. Nein, ich habe ihn rausgeköpft. Ah. Also ich stelle mich bei Profi gerade am Anfang eines neuen, also gerade wieder beim Anstoß, ja. Stelle ich mich gerne zurück in meine eigene Hälfte und warte ab, was der Gegner macht. Wenn er den Ball quasi direkt aufs Tor schießt, kann ich ihn ja quasi dann durch das Sprungverhalten halten und moin. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich, bevor wir die nächste Saison machen gegen Profi, welches auch übrigens wieder 1 gegen 1 ausfallen wird. Danach können wir uns gerne 2 gegen 2 widmen, aber das ist halt ein bisschen komplexer. Da muss man ein bisschen Teamwork drauf haben und hier ist es halt eher so, sei der Ball, ja. Gut. So, zum Beispiel jetzt bei Profi stelle ich mich hier hin, warte ab, was gemacht wird und dann mache ich eine Parade, halte den Ball auf und schön ist die Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt fällt mir auch gerade auf, ich habe die Ballkamera überhaupt nicht benutzt. Shame on me, Brutz.
Nein! Zum Beispiel so eine Gelegenheit würde der Profi nämlich dann meistens reinmachen, dass er sieht, okay, ich bin frei vom Tor, ich fahre mal drauf zu und fertig der Geschichte, ja, fertig mit der Welt. Ach, da bist du, ich wollte schon sagen, ist er irgendwie vor dem Ball? Nein. Nein! Was tue ich denn da? Ich treffe den Ball nicht. Also das Feintuning ist noch so weit von mir entfernt. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Feintuning, also die generell die Gelegenheiten, die ich hier verspiele, ja, es ist hammerhart. Dass ich den Ball selber aufhalte und so. Oh Mann, ey. Dass ich den Ball vorm Tor des Gegners nicht reinkriege. Das ist zum Heulen. Hey, ich bin ein Champion. Ach echt? Also wirklich. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Die Credits sind da, das Spiel ist durchgespielt. Ich kann ja mal bis hierhin so ein bisschen durchgehen, wie mir das Spiel gefallen hat und so weiter und so fort. Klar, ich habe jetzt gerade mal 4 oder 5 Spielstunden in diesem Spiel reingebuttert. Aber das, was ich bisher gesehen habe, grafisch sieht es eigentlich ja ganz gut aus. Es hat eine stabile Framerate im Online-Multiplayer, variiert das ein bisschen. Manchmal kommt auch mal der Mega-Lag und so zum Vorschein. Gründe, keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist, was Online-Multiplayer angeht, meiner Meinung nach auch nicht nur mit Stabilität und sowas und mit Framerate und mit all dem ganzen Grafikscheiß das Beste, was ich jemals auf der Switch gesehen habe. Es ist einfach so. Die Stabilität ist richtig gut. Man kann übertrieben schnell einen Raum aufmachen. Unbeschwert. Man macht einen privaten Raum auf, setzt kurz Benutzernamen und Passwort des Raums fest und schon können alle anderen reinjoinen. Das ist mega gut gemacht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also, wie Rocket League das geschafft hat, so eine Vielfalt ins Online-Multiplayer reinzubuttern, auch gerade, dass noch stabil läuft, dass es schnell geht, dass man schnell reinjoinen kann, dass man schnell und sofort spielen kann und sowas. Es ist richtig gut gemacht, hat mir richtig gut gefallen. So, die Tabelle. Wir zeigen sie uns mal ganz kurz an. Wir haben einfach mal 77 Tore gemacht, Alter. Läuft. 7 Tore pro Spiel, kann man auf jeden Fall machen. Wobei es ja eigentlich 7,7 Tore sind, ne? Wobei, ne, es waren 11 Spiele. Ah, okay, deswegen sind's. Okay. Ich dachte, es würde für Spiele stehen, aber es sind Siege. Okay, Alter. Cool. Hat sehr viel Spaß gemacht hier. Und wie gesagt, ja, online macht das hier verdammt viel Spaß. Der Fokus dieses Let's Plays wird auch auf den Online-Multiplayer angelehnt sein. Das bedeutet, guckt euch das Online-Let's Play an, wenn ihr Online-Stuff sehen wollt. Ich denke, ich nehme auch gleich da mal eine Online-Folge auf und sowas. Jetzt will ich aber erstmal hier wieder ins Training gehen und das fortgeschrittene Tutorial machen, weil wer weiß, was da auf mich wartet. Wir müssen uns ja für den Profi vorbereiten. Spring im letzten Moment vor dem Aufprall in den Ball. Okay. Willkommen im erweiterten Tutorial. Im folgenden Tutorial erlernst du erweiterte Features von Rocket League. Seitlich ausweichen. Verwende ja den linken Stick und drücke 2-mal, um die Richtung des Balls auszuweichen.
Okay, gut. Das sah schon mal ganz gut aus. Und jetzt nochmal das gleiche mit rechts. Aha. Ja. Schön. Ausweichen und beschleunigen. Verwende deinen linken Stick und drücke B zweimal, um nach vorne auszuweichen. Verwende diesen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, um den Ball in das orange Tor zu schießen, bevor das andere Battle Car den Ball erreicht. Das hat ja echt einen krassen Boost, ey. Das habe ich ja noch nie so betrachtet. Soll ich vielleicht auch in den Profi-Matches dann benutzen, wenn ich schnell beim Anstoß an den Ball kommen möchte. Doppelsprung. Drücke B, um zu springen. Drücke B, um erneut höher zu springen. Fahre vorwärts und springe, um die Bälle auf den Boden schießen zu können. Ups. Okay, man kann doch schon relativ hoch. Ey, das ist ja... Das hätte ich ja so niemals bedacht. Das wusste ich ehrlich noch nicht. Also ich finde, das Tutorial, das erklärt mir gerade Sachen, die habe ich noch nie vorher gewusst. Also ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass ich das hier jetzt gemacht habe. Ja, ohne Witz. Von wegen, dass ein Doppelsprung so hoch ausfallen kann. Das macht die Sache in der Luft ja noch viel wichtiger, als ich es angenommen habe. Jetzt muss ich noch an den Ball rankommen. Siehst du auch B länger gedrückt halten auch, ne? Ja, ich komme trotzdem nicht dran. Es geht nicht! Twitter, hör auf! Du Sau! Hä, wie soll das denn gehen? Hallo, ich komme da nicht ran. Es geht nicht. Hä, warum klappt das denn jetzt nicht mehr? Hallo. Ein Schwein, nein. Ich komme gleich noch wieder zur Wertung und zu meiner bisherigen Meinung zu Rocket League. Aber hey, hallo, was soll ich hier jetzt in die Luft? Ich krieg das nicht. Fahre vorwärts und springe, um die Bälle auf den Boden schießen zu können. Ja, mache ich doch. Es klappt aber nicht. Ohne Scheiß, ich mache nichts anders als gerade eben. Fast. Ich soll nur fahren und springen. Also da steht nichts von wegen hier nach oben drücken und sonst was. Ich soll nicht die Wand nutzen. Also mit der Wand könnte ich das vielleicht sogar schaffen, aber... Also indem ich jetzt quasi den mache. Autsch. Ja, ich bin so unfähig. Ich bin so unfähig, ne? Ich bin so unfähig. Es wird nichts. Ich krieg das nicht. Tut mir leid, ich krieg's nicht. Ey, ohne Scheiß, ich krieg das nicht hin. Entschuldigung, also ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Ich habe keinen Plan. Springe ich zu früh und zu spät? Ey, ohne Scheiß, ich werde hier noch morgen sitzen und das versuchen, aber es wird nichts werden. Und das ist ja nichts in der Sache, das von der Wand aus zu machen. Nee.
Entschuldigung, ich krieg das nicht. Also, das war zu früh, das war zu spät. Entschuldigung, was soll ich machen? Nein, es wird nichts. Es tut mir leid. Ich kann da nichts gegen machen. Nee. Also ehrlich, ich krieg das nicht. Ich halte B gedrückt. Ich halte B gedrückt, aber es passiert dabei nichts. Nee. Keine Ahnung. Ja. Also irgendwas läuft hier überhaupt nicht. Seht ihr das? Ich komme da nicht... Ich komme da auch so nicht hoch. Nein, es wird nichts. Ich verstehe das nicht. Oder muss ich mit den Gittern arbeiten? Aber das hat mir das Spiel bisher noch nie erzählt, wie das mit dem Gitter funktioniert. Das kann das Spiel eigentlich nicht von mir erwarten, dass ich das machen soll. Nee. Ich kann noch 10 Jahre warten, aber ich mache halt echt nichts anders. Ich mache es genauso, wie es mir erklärt wird. B und B. So, die Bälle sind irgendwie höher als die anderen. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Das war so knapp. Ich hätte ihn fast bekommen. Das Ding ist, ich will das Tutorial auch durchspielen. Ich will es durchspielen, das Tutorial, aber... Nee. Man seht ihr es, ich komme da nicht dran. Es tut mir halt echt leid, aber ich mache halt nichts falsch. Ich check das nicht. Ich will das ja schaffen, aber das Spiel lässt mich nicht. Es tut mir halt echt leid, aber es geht nicht. Es heißt ja auch, drücke B, halte B gedrückt, um höher zu springen, aber... ja. Das ist wirklich lustig, aber... wie man sehen kann, sieht man nichts. Nein, es funzt nicht. Oder ich check's nicht. Was mache ich falsch? Oder muss ich quasi zweimal schnell drücken oder was? Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Raketenflug. Drücke B, um zu springen und richte dich mit L nach oben und außen. Halte A gedrückt, um zu fliegen.
Was? Ja, bitte was? Okay. Okay, das ist interessant. Ich muss aber wahrscheinlich Doppelsprünge machen, oder? Und das ist ja wahrscheinlich auch das Element des Rocket Leagues. Jetzt habe ich auch endlich mal den Namen des Spiels verstanden. Los, Bruders! Ja! Ja, ich fliege! Ja! Ja! Ich muss nur noch umsetzen und dann klappt das. Woo! Aber das ist jetzt wieder so eine... Keine Ahnung. Okay, warte. Ah, knapp dran vorbei, aber ich habe ihn trotzdem gehittet. Also es tut mir echt leid für das Gameplay gerade eben, aber... keine Ahnung, was das war. Ich habe keine Ahnung, was das gerade eben gewesen ist mit dem Springen und sowas. Das war schon ziemlich behindert. Und wisst ihr, dieses Tutorial hier, das lehrt mich gerade Sachen, die wusste ich halt vorher überhaupt gar nicht so. Gerade das hier mit dem Springen und mit diesem Raketenflug und so. Das wusste ich halt nicht. Ernsthaft, ich wusste es nicht. Ich habe das noch nie vorher gewusst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast es abgeschlossen hier. So. Und jetzt nochmal hier zur Meinung von Rocket League Crew, ne? Whee! Wirklich, einerseits ein elementares Spiel. Man hat halt eine Handvoll Fähigkeiten. Und die muss man nutzen. Das Ding ist aber, du musst sie alle auch beherrschen. Und das ist die Königsdisziplin und so. Und auch, wie gesagt, grafisch hier, guckt euch das an. Also ich finde, es sieht halt, klar, der Hintergrund, diese Bäume sehen etwas dürftig aus und so weiter und so fort. Und gerade wenn ich mir hier mal so den Hintergrund der Map angucke, na, kann man da ein bisschen was sehen. Gerade den Boden, die Bodentextur, wie sieht's aus? Also ich finde, es geht halt klar, ne? Man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten in Sachen Grafik und sowas. Da darf man nicht. Das ist, du darfst halt nicht zu viel erwarten, ne? Das Ding ist ja, dass man spielen kann, es läuft flüssig, man kann es online spielen und online halt auch mit den gleichen Vorzügen, die es auch bei anderen Konsolenversionen gibt, in, ich würde fast sagen, der gleichen Schwierigkeit. Oder was heißt Schwierigkeit? In der gleichen, im vollen Umfang. Ja, also ich, kann es euch ja mal in einem nächsten Online-Part zeigen. Wir gehen halt online und wählen den Raum aus. Zack, sind wir drin. So einfach ist die Kiste. Na, also, ich finde, das geht mega fit. Das Spiel geht voll fit. Also diese 20 Euro sind dieses Spiel auf jeden Fall wert. Ich denke auch mal, es wird eins der weiteren Spiele sein, in welchem ich wahrscheinlich die 100 Spielstunden in Rocket League knacken werde. 100 pro. Und, ich werde Spaß dabei haben, sage ich ganz ehrlich. Ich werde einen Heidenspaß mit Rocket League haben. Ich hoffe,
dass ihr es auch haben werdet, denn gerade mit der, wenn man es schon möchte, Super Mario Edition. Mit den schönen Mario-Mobilen und generell Nintendo-Mobilen. Macht das Spiel gerade auf der Switch nochmal umso mehr Spaß. Ja. Ist wirklich ein tolles Spiel. Gameplay gefällt mir richtig gut. Grafisch sieht es auch ganz gut aus. Klar, man sieht es gerade auch im Hintergrund. Pass mal kurz auf. Nachdem man irgendwie ein Tor geschossen hat und die Map lädt sich gerade neu. Müsste gerade mal auf die Wolken... Achte mal kurz auf die Wolkenkratzer. Pass mal kurz auf. Wenn wir jetzt gleich ein Tor schießen und die Map lädt neu. Ach, mal kurz auf die Wolkenkratzer. Also die Hintergründe, die laden dann oft nach. Und erstmal sieht es halt ein bisschen matschig aus. Und dann erst wird dann die schärfere Textur irgendwie nachgeladen. Also das Spiel scheint irgendwie zweierlei Arten von Texturen zu haben. Einmal natürlich ganz klar die hochauflösenden, die schönen, die wir jetzt auch hier gerade sehen. Und dann erstmal diese matschigen kleinen, um halt erstmal das Grobe des Spielfelds zu laden, keine Ahnung. Um jetzt, wie gesagt, achtet mal drauf. Na? Nicht? Nein? Keine Ahnung, also manchmal online sieht man das. Hier jetzt gerade nicht, aber ich dachte, ich hatte es gerade eben gesehen, dass irgendwie diese Skyscraper, diese Wolkenkratzer im Hintergrund sich irgendwie neu laden mussten oder so. Ach, keine Ahnung. Aber hey, gameplay-technisch macht's Spaß. Sowohl alleine als auch im Koop, online mit Freunden oder halt wie gesagt alleine. Generell das Spielprinzip des Autoballs finde ich auch ziemlich cool und beim nächsten Mal, meine Fräuleins, werden wir uns dem nächsten wunderschönen Saisonsanfang widmen. Wir werden nämlich online, nicht online, wir werden in der Saison auf Profi spielen und das wird richtig hart. In diesem Sinne, Brudingus, bis hierhin, nice Spiel, macht mir Spaß. Ich empfehle es euch, wenn ihr auf Fußball und auf Auto steht, dann ist das Spiel genau das Richtige für euch. Wie gesagt, grafisch ist das Spiel für Switch-Verhältnisse ganz okay, auch wenn die Auflösung manchmal ein bisschen runtergeschraubt wird, aber hey, dafür haben wir 60 FPS, dafür haben wir flüssiges Gameplay, dafür haben wir tolles Gameplay und ich denke doch, damit kann man seelenruhig den Part beenden. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Und bye.